Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chiller und verschiedene für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es um ein paar Kisten aus der Garnison und zwar die Raid-Kisten und das sind einmal diese hier, große Kopfgeldbelohnungen. Davon wollen wir jetzt insgesamt 30 Stück öffnen und ja, jetzt beginnen wir einfach mal hier mit dem Hunter. Bevor wir aber einsteigen, zeige ich euch, was der aktuelle Stand ist. Wir brauchen noch insgesamt 12 Stück. Und zwar brauchen wir formidable Armschienen, Umhang, Gürtel und Treter noch. Und davon halt immer ein paar Varianten mit den verschiedenen Rüstungsklassen. Am wenigsten brauche ich, glaube ich, noch Leder. Da haben wir nur noch ein einziges Teil. Und ja, mal gucken, vielleicht ziehen wir ein bisschen was raus. Kette mit dem Hunter ist ja noch das ein oder andere Teil dabei. Und ich sage, starten wir mal durch. Als allererstes haben wir die Stulpen drin. Das sind Hände. Da bin ich schon komplett fertig. Dann haben wir hier noch einen Sack und da haben wir eine Waffe drin, die brauchen wir auch nicht. Da bin ich auch schon komplett durch. Gut, dann können wir gleich weiter auf den nächsten schauen. Als nächstes haben wir den Paladin am Start, der hat auch wieder zwei Kisten. Und da haben wir einmal eine Hose drin und das andere ist, Schuhe, aber das sind die Grandiosen. Da bin ich schon fertig, also es gibt ja verschiedene Varianten von den Items und die Grandiosen Sachen bin ich quasi schon tutti kompletti fertig. Als nächstes haben wir einen Druid und der hat hoffentlich was Schickes drin. Ne, eine Waffe und was haben wir hier noch Schickes? Schultern, Ja gut, das brauche ich auch nicht. So, dann haben wir jetzt ein DK und der hat wieder mal eine Waffe drin. Die Waffen kriege ich verdammt oft, scheint es mir. Und was haben wir hier? Eine Kapuze. Schade, das brauche ich auch beides nicht. So, dann haben wir jetzt einen Schurken. Immer noch die Quest einmal. Okay, also was haben wir denn da Schickes drin? Einen Ring und Schuhe, aber die haben wir auch schon, die Grandiosen. Gut, dann haben wir direkt den nächsten Schurken. Und was haben wir da Schickes drin? Einmal Handgelenke. Ah, die habe ich schon auf Leder, ne? Alles andere wird mir noch fehlen, bitte. Und was ist da noch drin? Einmal ein Hals. Okay, den brauche ich leider nicht. So, dann haben wir jetzt einen Hunter hier. Und, ach, es ist wieder ein Hals drin, das gibt's doch gar nicht. Einfach nur unlucky. Und was haben wir da Schönes noch drin? Ein Gürtel? Ah, schau mal, den können wir brauchen. Den Gürtel. Wunderbar. Haben wir da zumindest schon mal einen von diesen Gürteldingern? Als nächstes haben wir noch einen DK. Und da haben wir eine Robe drin. Und als nächstes, schon wieder ein Hals. Also die Hälse, ne, die kommen überdurchschnittlich oft. Als nächstes haben wir noch einen Druid am Start. Und was haben wir da Schickes? Einen Gürtel, Grandiosa, den braucht man nicht. Und grandiose Robe brauchen wir auch nicht. Als nächstes haben wir dann einen Demon Hunter. Und jetzt gucken wir mal, was ist da Schickes drin. Einmal einen Kopf. Und hier haben wir... Trinket, das brauchen wir beides nicht. Gut, als nächstes haben wir einen Paladin. Da holen wir uns jetzt noch die Quest. Und da haben wir Schultern und das andere ist einmal Handgelenke, aber grandios, die habe ich leider auch schon. Dann haben wir als nächstes einen Monk. Und was haben wir da Schickes drin? Wieder mal eine Kapuze und eine Hose. Okay, ist beides auch nichts, was ich brauche. Sudela, dann haben wir hier nochmal einen Druid. Gut, jetzt drücken wir mal die Daumen. Ich bräuchte auf jeden Fall den Gürtel. Yeti-Hautgürtel würde ich noch benötigen. Jetzt schauen wir mal. Okay, wir haben einmal eine Schulter und das zweite ist eine Waffe. Schade aber auch. Als nächstes haben wir dann einen Hunter. Und wo sind die Kettensachen? Ein Waffentoken und ein Ringtoken. Schade. Sudola, das müsste jetzt der letzte Char sein. Jetzt habe ich noch einen Paladin hier einmal rausgekramt. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht haben wir noch was Schickes drin. Also Kiste Nummer Uno. Sind einmal Stiftungen drin. Und hier in der zweiten haben wir einmal Hände. Ja gut, schade, die brauche ich beide nicht. Und ja, dann sind wir damit einmal durch. Jetzt können wir kurz im All the Things mal schauen, wie viel wir jetzt overall noch brauchen. Also da haben wir die Beutel, machen wir das mal kurz auf.
Und ja, jetzt seht ihr, wir sind jetzt runter auf 11 Stück. Also sonderlich viel haben wir jetzt hier nicht gekriegt. Aber ja, zumindest, ich glaube, ein Teil war es, ne? Besser als nix. Und ja, dann drückt mir die Daumen fürs nächste Mal, dass da ein bisschen mehr rauskommt. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.